so Honk denkt man wieder sehr komisch. Mein Denken ist wie eine Sackgasse. Führt nirgendwo hin. Schnell, Freunde, verbergen uns für nah an den Häschern. Nimm Schank! Einem Liebhaber Liebe ist kein wackeln Held nur rechts hinein. Langweilig! Langsam hier! Ihr habt den Anstand! Haushahn! Legst dir gleich auf die Hutablage, wenn ich Ruhe gibst, Schatz. Achtung, da kommt wer. Darf ich doch um absolute Ruhe bitten. Und sind sie, Edelherren? Euer getreuer Diener hat euch ein paar Abflüge gefangen. Schöne Exemplare möchte ich anfügen. Ja, heruntergewieder. Ihre riesigen Sonnenbrillen. Sieh du und deine angebliche Gefangenen. Ich sie, also das gibt's doch nicht. Du bist fest verschlossen. Jetzt ist gar nicht, von unseren Sklaven zu lang gehalten zu werden. Oha, ich schwöre bei meinem Bart, dass ich hier vier verdächtige Subjekte eingesperrt habe. Ich schwöre. Hier da unten, so lange, schaff die Gefangenen die hoch. Gib keine Gefangenen, der Wicht hat sie mit seinen Lügen lediglich aufgebläht. Nein, ich schwöre. Was? Pack den Verkerl und schaff ihn in den Palast. Nein, nicht in den Palast. Das ist alles ein vollkommenes Missverständnis. Bin ich in die scheußliche Grube? Ich hab das Zeug hier noch nicht durchsucht. Ganz toll. Oder die Lampe zumindest noch mitgenommen. Mann, oh. Gut, machen wir es nochmal. Wir haben ja Zeit. Wie man ein Let's Play unnötig in die Länge zieht. Heute? Einfach immer wieder dasselbe tun. Rührei beschicken. Wie bitte? Das ist dein Wunsch an einen mächtigen Lampengeist? Ja. Ja, das könnte man sich auch mal wünschen, oder? Okay, ich würde mir wahrscheinlich was anderes wünschen. Warum sie nicht eine Käseplatte wünschen? Hätte doch auch was Schönes jetzt so, ne? Bei der Gelegenheit nehme ich mal die Medizin, die ich mir für 200 praktisch gekauft habe. Die Kondome enthält nichts weiter von... Weitergehen, einfach weitergehen. Nur nicht stehen bleiben, ich habe nichts gesagt. Alter! Alle Stadt! Scheint ab jetzt zu bestehen! Zu scheinen gewandelt Rest eines irgendwann irgendwo gewachsenen Gehölzes. Lassen! Bleib mir da! Das Vertrauen in den Mitmenschen! Stimmt, ne? Kommode offenbar des Ordnungssystems eines Junggesellen. Was? Seit wann haben Junggesellen Ordnungs... Echo, eure unerfüllte Hoffnung wird nach lange in der Leere dieses Krugs... Wird doch lang... Ach! Oh, das wird es, glaube ich, gar nicht. Der Krug ist mittlerweile leer. Wie das so passieren konnte. Lampe ist weg. Meine geliebte glücksverheißene Lampe ist verschwunden. Was geht aber? Wegen schöner Lichtgerätschaft, Karl! Schnöder, nicht schöner. Ach. Oh, die Lampe war mir viel mehr als meine Lichtspinne. Sie war nun, also sie hat mir viel bedeutet. Ach, wenn ich noch einmal so eine kleine, unscheinbare alte Lampe fände. Ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Rücklehnen, Karl! Hast du alle Lampe gefunden? Das geht es doch nicht. Oh, wie wunderbar. Ich werde Ihnen ewig dankbar sein. Bitte nehmen Sie sich doch etwas aus meiner Kiste. Hältst 200 Erfahrungspunkte, 250. Hältst zumindest zwei mit Sündmittel. Habt ihr schon einen unersättlichen Blick hineingeworfen? Ich habe endlich wieder so eine schöne alte, schon benutzte Lampe. Haha, danke, Effendi. Ach, waren das noch Tage, an die ich mich auch so kindliebe derartiges freuen konnte. Sondern das heißt nur Käse. Das kann doch nicht wahr sein. Ich liebe es, wenn andere Leute Überraschungen zustoßen. Irgendwie hatte ich mich von der Lampe mehr erhofft. Oh. Ja. Ach Gott. Komm schon, dieses Scheißkind. Snap mal raus. Gebt Kindern niemals Geld. Hey, sonst kommen wir das nicht nur mit mir, sondern auch mit den Herren zu tun. Weg von der Tür, wer seid ihr überhaupt? Schon weiter, bevor die Herren noch zur Nachforschung anregen. Das wird doch lustig. Wasser. Nein, will nicht. Dann gehen wir erst mal in den Dschungel. Ist hier noch irgendwas? Nein. Landeplatz. Für den Helikopter. Kann ich nichts mitnehmen? Nein. Was nun bloß? Er ist sonst so ein friedlich, gehorsames Tier. Seit Tagen bockt er und ich bekomme die Arbeit nicht voran.
Tja. Das ist nicht so dämlich. Gehörig schwerer Eimer. Ein gehörig schwerer? Achso, schwerer, nicht schwererer. Schatten, wo mag jetzt? Also hin, mit dem schweren Eimer! Uiuiui, den muss ich ganz allein ins Haupthaus buggeln, Sahib. Das ist eine ganz schöne Plackerei, kann ich Ihnen sagen. Oh, da dann, hopp, hopp, hopp. Danke, Sahib, danke. Das ist wirklich eine große Hilfe. Mann, ich gehe raus und halte die Tür auf. Was drauf, eine artige Kavalier. Ich bin so toll, ja. Ich könnte jetzt doch einen anderen Satz bringen, aber das würde jetzt nicht so ganz reinpassen. Jetzt 50 XP. Ja, ich habe Geld gesehen. Findest Medizin. Ich habe das Schrank schon erfolgreich observiert. Für mich! Ein nächstes Exotik von der erinnert! Ich habe die ebenso aufregende wie Fantasie anregende Aufgabe, aus allen Verwertbaren ein schmackhaftes Mahl zu bereiten. Aus allem! Kuhmist, ja, Kuhmist. Geht, sind wir da gelegen am Markt, sind Opfer 100 der Fliegenlarven geworden. Mitnichten, es sind die Larven selbst, die hier gelagert werden. Wir gehen. Was hat sie denn? Liegen verschiedene Abfälle, die alle etwa eines gemeinsam haben. Sind vollkommen wertlos und uninteressant. 5 Taler, hey, ich bin reich. Die Sparschosche schon aufhören. Mann, weil sie schien euch nicht diesen Charakter auf! Werden sie nun abführen lassen, Leutnant? Warum nicht? Für ein Bett haben wir nichts verloren. Das ist doch kein Bett. Das ist Stroh, das auf dem Boden liegt. Ich verdächtig! Nach Ratte! Hören Sie auf, diese Leute als halbwegs eingeboren zu betrachten und die derlei zu erstellen. Meine Güte, ragt da gerade ein Nagerschwanz aus der Brühe? Tatsächlich, ein Ratten, ein Topf. Ich weiß, dass ich im Prinzip recht habe. Schlechte Verlierer! Kann ich die Schuhe mitnehmen? Was ist schon um? Denk mir doch nicht auf den Kopf! All dem Getier, das den Boden bevölkert, stehen sie dort wohl verwahrt, um Überraschung zu vermeiden. Ja, was ist im anderen Haus? Muss mal drauf gucken. Eine rustikale Wäschezuppe. Super. Gehöre ich schwerer Eimer. Ah ja. Aber also, nochmal vielen Dank, Sahib. Dann habe ich wieder voll und ganz in mein Heimchen. Rolle aufgehen. Kann geschehen. Ja. Frauenstimmen. Bin ich total der Typ für. Das sieht aus, als würde da so ein Wasserhahn aus dem Boden kommen. Wir füllen den Brunnen immer selbst mit einem Wasserhahn. Oh Mann. Oh, das Blatt ist über mit verschlungenen Symbolen bedeckt. Da das ein Geheimschrift ist. Nein, nur ein Fisch eingewickelt. Ja. Was ist denn das für eine Würzzunge, die der Fisch da liegt? Ich glaube, es nennt sich Curry Toaste. Aha! So ordentlich Bratwurst draufkippen! Dann schmeckt's vielleicht auch! Bratwurst dieser alten traditionellen Würzmischung. Das ist ein kulinarischer Barbar, Leutnant. Jaha. Horika, ich habe Early Spucknapf entdeckt. Er kann reinschauen. Findest Badekur. Gutes Leeren bleibt es wohl auch. Och Mann. Ja, Grünzeug, noch mehr Grünzeug. Nichts zu mitnehmen. Oh, ich bin der Gott des Wissens und des Glücks. Was für ein sympathischer Geselle. Sind seine vier Arme? Ja, einziger Stoff genug, er kann den Plunder abgeben. Weiter. Plunder? Brrr. Wissen doch selbst. Ist ja eines Tages noch zu einem Tod, feiner Kühe, Leutnant. Jetzt wird eben auf. Gleich drei mächtige Krieger. Oh, ich danke dir, Ganesha. Du hast mein Flehen demnach erhört. Was willst du? Der Tag! Nein, ihr Freund, das ist ein besonders ausgefallener Bartschwung. Seh doch genauer hin. Kein Problem für richtig! Sag ich nur drei mächtige Krieger. Werden hier nicht mitgezählt, hm? War vielleicht schwer unter der Plage des gestreiften Räubers. Wir sind nicht stark genug, es mit ihm aufzunehmen. Leider. Aber nun wird alles gut, da Ganesha sie entsandt hat. Ich danke dir, mächtiger Beschützer. Hä? Man wird offenbar von einer Art Unhold bedroht und bedarf der braven, arme, tatkräftige Helfer. Hält an! Wie? Bin dabei! Natürlich sind sie das, Sahib. Sie werden schließlich von den Göttern geschickt. Sie wurden. Ach. So ein Gegner ist es denn, der sie plagen war. Plagen. Es versteckt sich so ein Tier des Dschungels. Scharfe Klauen, riesige Zähne, enorme Kraft, Schnelligkeit. Und gütiger, ein Tiger. Oh, ein Kätzchen. So gut, wir erledigt! Licht, wir werden ganz gewiss keine Kätzchen töten. Es handelt sich um kein Kätzchen, sondern um eines der gewaltigsten Raubtiere der Welt, gnädigste. Kein Kätzchen töten.
Erwecken! Es hat recht! Wir! Wir sollen sein Kind was töten, was uns zahlen, das Herz rührt, Liebster! Wilden! Sie gehören selbst reden am Leben! Wenn ihn eben einfangen müssen! Das ist mein Makilein, wie ich ihn liebe! Makilein? Ich will jetzt kein gehört haben! Sie haben mich verwirrt, Sahib. Was genau haben Sie denn nun mit dem Untier vor? Ja, fangen Ihnen Ihren Tiger. Fangen? Ein Tiger? Ich hoffe, die Göttin werden schon wissen, wen sie uns da geschickt haben. Nein, die sind betrunken. Zum Glück haben sie kleinen, meckernden Rasenmäher. Andernfalls hätten sie das Dschungel bestimmt schon überwuchert. Jetzt haben wir doch nichts vom Pferd. Ja. Ich nehme doch den Taler aus Karanik mal mit. Den bringe ich wieder dahin, wo er hingehört. Schrank ist verschlossen. Man kennt hierzulande offenbar schon umherziehende Abenteurertrupps, die alles mitgelassen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ach, dann nehmen wir einfach den Schrank mit. Guck nur, den Kerl davon haben, das ist mir gleich sympathisch. Toll. Bauerncamp, hier auf der Kosten, war generell leider überhaupt nicht. Obacht! Da ist nichts zu holen. Eine Schaufel. Säubig gestaltete Saatgutkisten sprechen für den unverhohlenen Optimismus der Leute, den Dschungel auch weiterhin das Nötige abzutrotzen. Oh, Pfeifenkraut. Ich bin übrigens der Weihnachtsmann. gibt nichts Neues, da habt ihr schon bedient. Toll. Wow, ein Apfel, es ist auf einmal die Kiste leer. Was ist das für ein Apfel? Nennt sie wahrscheinlich Melone oder so. Na nu, da fehlt doch etwas. Noch einen Nagel, den wir vor langer Zeit aus dem Heuhaufen gezogen haben. Hallo, Teufel, der Nagel passt genau in die Lücke. Er ist 25 Erfahrungspunkte, weil du sorgsam den Heuhaufen komplettiert hast. Ja. Plättlückenloser Heuhaufen. Ja. Ordnung muss sein, ne? Sackstapel duftet auffällig nach Tee. Vielleicht, weil er Tee enthält. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht hat auch nur jemand Tee darauf gekocht, ne? Ha! Meine doch wohl! Ein Platz zu Schwätze haben, an dem der Tiger den Fleisch annimmt! Hallo, ich möchte hinzufügen, wir haben es offenbar mit einem ausgesprochen hungrigen Gesellen zu tun. Ja. Ich dachte über dasselbe. Scheint gestellt sein, dass der Tiger bevorzugt aus dem Hölz bricht, um das Dorf zu schrecken. Sollten wir uns demnach auf die Lauer legen? Kein Kätzchen töten. Nein, Gnächte, wir fangen natürlich ein. Dafür müssen wir eine Art Fall anlegen. Ich mache mir hier gerade zum Affen, oder? Aber ja, alle Wetter. Sag ich doch für ein gescheites Haus spazieren. Wir graben eine Grube. Mit einem Grubengrabgerät. Eine großartige Idee. Dann können wir uns nächstes vor dem Besten verstecken. Rein, dann werden wir das Untier fangen. Bedecken Sie mit dichtem Dschungelgras und locken wir es hinein. Alles, was noch benötigt ist, ein schmackhafter Köder für die Bestie. Den Leuten? Meldet mich bereit! Pfui, wie kannst du von dir erwiesen? Mein neuer Schatz, wie du mitspielen sollen. So zu den Knochen wie der Tier, wird der Tiger auch nie keinen Geschmack finden. Suchen wir etwas anderes. Welche? Militär, ich bekomme sein! Wieder der Plan! Graben eine Grube, decken sie mit Dschungelgras und locken den Köder. Locken bei Köder den Tiger hinein. Aha! Warum Vogel? Nehmen wir doch einfach den. So. Hesse! Ja, was ist ein Köder? Was für ein Köder, Sahib? Irgendeine Ziege, guter Mann. Eine Ziege? Die einzige Quelle für Nahrung, Glück und Hoffnung meiner Familie? Wozu nur, wenn ich fragen darf? Plan mir ein gefräßigreißes Untier in der Falle zu locken und hoffen, dass alles klappt. Na gut. Ja, Firma dankt. Auf Wiedersehen, liebe Ziege. Ja. Nicht, dass ich jetzt noch was falsch mache. Kleine Pfahl scheint geeignet zu sein, unseren Köder dann zu festigen. Sollen wir? Ich glaube, ich muss erst noch die Grube ausheben. Habe ich jetzt so theoretisch in der Theorie. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Kann ich den Heuhaufen dazu mitnehmen? Nein. Ich kann nur nochmal anschauen und feststellen, dass er komplett und lückenlos ist. Jetzt bräuchte ich noch ein Gras, oder? Scheinbar nicht. Vielleicht fit bist du ja noch. Du musst ins Werk fertig. Es gilt eine Grube auszuheben. Reichen Sie bei diesen Worten ausgerechnet mir die Schaufel, Herr Professor. Damit du sie hältst. So, jetzt brauchen wir noch Gras. Sollte ich genügend Gras hopfen können. Selbst die größte Grube zu recken. Auch zur Ernte. Und den Rest rauchen wir. Haben wir ganz Arbeit geleistet.
Den Rest haben wir geraucht. Scheiß Papagei. Wenn ich wieder ich Zeit hätte, würde ich alles abbrennen. Nun blecken wir das Ganze im Dschungelgras. Warum muss es immer dunkel werden? Warte, hey, Teufchen! Also einfach, was er sagt! Volles Feld. Aufgemerkt, muss sicher werden, unsere Arbeit erweisen, Arbeiten erweisen. Ja. Volles fette Ding. Fabelhaft. Fabelhaft. Wir haben ihn. Da freut sich jemand ganz besonders. Ist der noch da, wenn ich wiederkomme? Ja. So. Hurra, meine kleine Trafizige hat eine Ziege gefangen. Ganz toll ist es nicht. Wir haben eigentlich die Hauptarbeit. Ja, das klingt nach einer Menge. Nach meiner Ziege. Sie ist einfach so bescheiden. Oh mein Gott. Geht das Ziegenproblem? Hiermit verwendet? Ganesha sei Dank. Ich wusste, sie würden uns helfen. Nehmen Sie mir das. Das Tat für den Dank. Wackeren Tat. Was auch immer. Mögen Sie auf Ihrem Pfad immer sicher im Schutz der Gottheit, meine Sahibs. Und in meinem Haus werden Sie stets willkommen sein und Ihre gemütliche Bleibe finden. Oder auf Deutsch gesagt, ich kann jetzt pennen, aber. Gute Sache das. Mache ich auch gleich, ne? Um meine schweren Verwundungen zu heilen. Okay. Dann tauschen wir mal Helme aus. Oh. Okay, damit hätten wir Helme ausgetauscht. Brauchen die nachher noch für eine entscheidende Schlacht. Wenn wir die doch gewinnen kann, ich weiß gerade nicht. Ja, das werden wir nachher sehen. Ach halt, da muss ich hin. Da muss ich rum, da muss ich rüber. Dumm die dumm. Ah, ja. Der hat eine andere Farbe, schießt ihn ab. Er ist infiziert mit, keine Ahnung. Mit einer anderen Farbe eben. Was ist da oben? Ah, ich entscheide mich für da. Ja, schon für den, der in unvorwahrer Bereich ist, eine wahnsinnige Ort. Findest Dr. Kai Pitur ein Springteufel? Oh, was ist denn das für ein Baum? Warum wächst das so auffällig? Ich behalte diesen Baum im Auge. Zumindest so lange, bis ich den Screen verlassen habe. Hallo, die Anhänger dieses abscheulichen Kults scheinen immer noch ihr Unwesen zu treiben. Reden Sie, Herr Professor. Naja, vorsichtig, ich spüre kein Brav, in der grässliche Episode wirklich zu werden. Es wird lustig. Mein Wer mag nicht grinsende Gesichter. Hör ihm nicht! Kann Banane ohne ihn nicht leiden! Ja. Niemand will nicht, dass wir die Bananen essen. Toll! Dabei sind die irgendwie zu nichts zu gebrauchen. Hey, hey. Grüßt, ihr Wanderer. Sie sehen müde aus. Benehmen Sie doch Platz. Und nun sehen Sie Wasser am Auge aus, Sahibs. Trau ihm nicht. Ach, verdammt. Du bist einfach zu alt. Wenn sogar solche Opferrechtszeichnungen riechen, dann eben auf die Rektart. Tuck. Tuck für Kali. Also immer wenn die damit sagen wollen. Wir machen mal eine Gruppenheilung. Und Flammen sind Fernes, Kamin. Och nee. Ich hab dich auch lieb. Deuern von der. Mhm. Ja, okay. Element Wasser, Ramattacken, Konfus. Ist der ohnehin schon. Also Wasser und Ramattacken. Ja. Zeigt sich sehr effizient. Hätten mir irgendwie klar sein müssen. Geh nicht! Sondern der hat die Leute überhaupt treffen! Können sie erst von und dann erschlagen. Oh, das ist böse. Der ist böse. Oh, es ist schockierend, wie die mich begrüßen. Und tschüss. Und tschüss. Ich hab gesagt und tschüss.
106 mit dem kritischen Treffer. Schieß auf so einen dünnen Typen mit dem Granatwerfer und er stirbt nicht sofort. Ist es nicht wunderbar? Gibt es immer so in Spielen. Heidi, Bogen, Kalis, Besudel, die werden sterben. Scheint, wir kennen die Herrschaften. Ja, aber das sind doch... Gute Güte, lassen sie angeblich einfach wie Gentleman regeln. Ha, eure Zappelnerzen sind so gut wie der Kali geweiht. Mir ist gerade darauf an, mich zum Äußersten zu treiben. Nein, nein, sie wollten es so. Passepartout, gebe ich euch eine gehörige Lektion im Benehmen. Monseigneur, keine Sorge, ich werde nicht hineinreden. Fahren ganz nach Verlieben. Monseigneur, ist hoffentlich nicht entgangen, dass ich ganz alleine gegen zwei kräftige Burschen antreten soll. Ich weiß nicht mehr, wie ich gesprochen habe. Mein lieber Passepartout, hast du etwas, das ihr Dschungel Teile und Verstärkungen bietet? Silas, bricht! Tja, Dampfwalze. Oh, merci, merci, merci. Ihr schwang einstellen! Erkennt die Lage auch so? Dann tritt ihr mal beiseite! Oh, es scheint ihr Glückstag zu sein. Es wird ja stark bleiben, Passepartout selbst hingegen zu treten. Ja. Mhm. Halt da wohl mal hin. Das ist doch verwirrend. Ich bin heute gleich neben mir. So ganz leicht, ne? 2 Meter. Mit mir. Er ist nicht. Ach, was soll's. Boah, der ist echt böse. Kann man nicht mehr sagen. Voll ins Gesicht geschossen. Und jetzt finde ich den. Oder auch nicht. Also gleich, ne? Hey, so gut wie tot. Heisen Level 27. Splendid. Ich habe schon Sorgen, es können ernsthafte Verzögerungen aus dieser Angelegenheit erwachsen. Pierre Fogg, ist die Welt doch klein geworden. Aber sagen Sie. Was machen Sie? Haben Sie tatsächlich schon vergessen? Ich eile in kürzester Frist einmal um die Welt, Herr Professor. Halt doch immer an Ihrer Wette fest, Herr Fogg. Scheitern Krieg, 2 Welten. Ihre Wettpartner. Londoner Reformclubs sind womöglich längst tot. Unsinkable. Als echter Gentleman kämen sie nie auf die Idee, vor Wettende zu verscheiden. Geht es auf, Monseigneur. Ich versuche schon die ganze Zeit, meinen Herrn zu überzeugen. Erfolglos. Seit der Schützenarm des Empires nicht mehr über diesen Landen liegt, ist allerlei Schurkenblut wieder sein Winkel hervorgekrochen. Die opferwürdigen Sucks, 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 Koks, Tucks, Lux, Mux, was weiß ich, wie man die ausspricht, sind so unangenehmste Exemplare. Ach so, nur zu viele arglose Wanderer haben sie im Namen des Argloch ihres grausamen Kults hingeschlachtet. Und tun es ihm es wieder. Um ein Haar hätten auch unsere Schäden die umliegenden Bäume gezehrt. Darum müssen wir das Versteck dieser Lumpen bringen, Monsieur. Beruhige dich, wir werden die Dame nicht dem Schicksal überlassen, brave Passepartout. Hä? Hey, Dame? Was sind Damen auf sich? Die Geschichte ist schnell erzählt. Seit die Unerquicklichkeiten des marsianischen Angriffs zunahmen, seien wir uns gezwungen, auf etwas unkonventionelle Beförderungsmittel umzusteigen. So suchten wir diese gegebenen Gegenden, den Elefanten zu durcheilen. Leider schoss das Tier und warf uns ab. Sie müssen wissen, dass diese Wesen in einer merkwürdigen Furore geraten, soll die einen nahen Baum einer Schlange sitzen. Dass wir uns so zu Fuß durch dieses Gehölz voranarbeiten, gewahrten wir eine Produktion von Tuk-Anhängern, deine Gefangenen in die Opferstelle zu schleppen trachteten. Wir schlichen hinterher, um die Ärmsten ihren Panier zu entreißen. Doch leider wurden wir entdeckt. Die kamen im rechten Augenblick, uns zu retten. Das fürchte ich, der Dame geht es derweil gar übel. Wir werden einen neuerlichen Rettungsbesuch wagen. Oder das werden wir. Proposell ist das lieblichste reizende Geschöpf auf Erden. Wir befreien sie. Exciting. Sie entpuppen sie als vollendeter Gen. Ja, genau. Haben wir denn schon einen Plan? Blindes Hineinstürmen scheint ihnen immerhin keinen Erfolg gebracht zu haben. Wohl wahr. Aber dank ihrer Hilfe kann unser Vorgehen entscheiden und volksprechend ändern. Sie werden hineinstürmen. Damit bieten sie mir und meinen Dienern die passende Ablenkung, um die Dame zu freien. Verlauf! So ist gemacht! Splendid. Dann lassen uns ein echtes Channel-Abenteuer harret unser. Hey, ein Schädel. Guck mal sein lachendes Gesicht. Seines blutigen treibender Tucks, Sucks, Lux, Mucks. Hucks, Schnucks, Schnucks, Guss, Hucks. Noch ein lachendes Gesicht. Die kann man leider nicht ansprechen, die Totenkörper. Oh, kann ich die ansprechen?
Das ist nur für ein barbarischer Ritter, dass der mir gefreund wird. Na nun, fuck, unser Lieder ist auch hier durchgelangt sein. Folge ich einen Weg. Falsch. Aha. Halt. So, und was will der hier? Ich erkenne einen Fehler im System. Ich weiß noch nicht wo. Es gibt einen Fehler, aber ich weiß nicht wo. Eindringe, schützt die Zeremonie! Ich habe mich nicht geheilt, das war natürlich eine gute Idee. Aber das kann man auch jetzt noch machen. Ist jetzt nicht so, als wenn die irgendwie übermächtig wären. Dass sie jetzt fast tot ist, ignorieren wir einfach mal. Okay, der ist schon mal K.O.